Hallo, ihr Windgeborenen, herzlich willkommen bei Windborn. Oh, guck mal, hallo Schaf, gib mir bitte Wolle, ja, kann ich immer gebrauchen. Du bist noch nackig, du bist auch nackig. Guck mal, was kommt hier in die Schafe, kommen jetzt hier alle hierher oder was? Was ist mit euch los? Findet ihr es hier so gut oder was? Guck mal, wir probieren mal gleich hier unser neues Terraforming-Denken ein bisschen aus. Na, wie ging das? Nein, nein. Nee. Außerdem muss ich ja eigentlich auch ein Quest machen, oder? Guck mal, das ist ja noch mehr Wolle. Haha. Hallo, Wolle. Danke. 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 Ja. Bist du immer so rummeckern? Juhu. So, jetzt wollte ich eigentlich ganz gerne noch, habe ich eigentlich noch Dachziegel. Ich würde ja ganz gerne noch Dachziegel jetzt da oben raufpacken und dann müssen wir auch so langsam mal den nächsten Quest machen, meine lieben Freunde. Arsch, habe ich nachgeschlagen, heißt Bogen. Heißt einfach nur Steinbogen. Okay. Hier haben wir noch Dachziegel, 3 Stück. Was ist denn das hier, noch eine Fruchtrolle? Eine Fruchtrolle. Noch eine. Ich will immer sagen Spruchrolle, aber es ist ja eine Crafting-Rezeptrolle. Oh. Ein Wüstenstand. Da habe ich auch geguckt. Stand heißt einfach stehen. Also ein Tisch, eine Art Stehtisch. Ist das. Das war's schon. Stehtisch. So. Gut, ich will noch mehr von diesen Dachziegeln craften. Die will ich dann noch oben aufs Dach aufbauen. Highborn Proof. Da brauchen wir Granitbricks, okay. Kein Problem. Granit haben wir ohne Ende. Können wir ruhig mal ein paar Granitbricks machen. So. Da. Und dann bauen wir uns noch ein paar Dachziegel und setzen die dann da aufs Dach auf. Und dann sieht das alles schick aus. Und wir brauchen wieder ein neues Messer für unseren Sharping Werkbank Dingstisch. Gut, wir müssen ja nicht jedes Mal zugucken, hier wie bei einer neuen Waschmaschine. Habe ich tatsächlich gemacht, meine erste Waschmaschine, als ich ein junger Mann war. Vorne mit Bullauge. Habe ich mich echt vorgesetzt und mir so ein bisschen eine halbe Stunde angeguckt, wie die gewaschen hat, ja. Ach komm. Wir nehmen hier noch ein bisschen Marmor mit. Kann nicht schaden. Aber dann will ich gleich nochmal was anderes probieren. Wisst ihr, was mich ein bisschen wundert? Ich hatte eben dieses Terraforming ausprobiert. Das ging gar nicht. Muss ich gleich nochmal ausprobieren. Warte mal, hier vielleicht mal. Also Shift gedrückt halten und dann die rechte Maus. Ah, okay, es geht doch. Da könnte man ja irgendwie diese hässliche Kante hier vielleicht wegmachen. Mal gucken, ob das geht. So, und dann hier. So. Ah ja. Für so eine. Ups, nein. Mann. Das ist so gewöhnt von Minecraft irgendwie. Ah ja, so. Gut, dich nehmen wir auch mal weg und dich auch noch. Und jetzt haben wir gleich wieder ein Loch hier. Na, 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 na. Dann verschandelt sich die ganze. Guck mal nochmal die schöne Säule an mit den wehenden Flatterfahnen. Und oben. Sieht doch geil aus, oder? Mit diesem Rauchstrudel da oben. Ist das nicht eine absolut coole Konstruktion? Ich will gar nicht wissen, was man da noch alles bauen kann. So. Das sieht ja komisch aus. Lassen wir aber mal. Wir machen jetzt mal einen neuen Quest. Hast du schon wieder Wolle? Ja. Das gefällt mir auch nicht. Unser Vorhof muss hier auch mal gemacht werden. Aber nicht jetzt. Jetzt machen wir erstmal einen neuen Quest. So, was sollen wir machen? Wir sollen. Ah, ist das cool. Wir sollen 4 Items rotaten. Machen wir mal gleich. Ach so, ich wollte ja auch noch. Oh, nee, ey. Ich wollte ja noch Dachziegel bauen. Diese Spiele liebe ich. Ich liebe solche Spiele, wo man irgendwie so total. Junge, Junge.
man so viel zu tun hat, ist bei Minecraft auch immer so, wo man gar nicht weiß, was man hier zuerst machen soll oder möchte. Hier möchte ich jetzt auf jeden Fall mal noch eine kleine Terrasse bauen. Eigentlich könnte ich hier auch aus normalem Marble bauen. Das würde dann auch ordentlich aussehen. Vielleicht mache ich das auch. Und zwar hier uns eine kleine Marmorterrasse erschaffen. Das ein bisschen besser aussieht. Ich glaube, wir können sogar schon Sound craften. Vielleicht sollten wir das wirklich machen. So, warte mal. Hier. Okay. Und jetzt machen wir mal. Stinknormalen Marmorfußboden. Das sieht dann schon mal richtig ordentlich aus. Jo, bei dem Ding hier, da brauchst du eigentlich kein Texture Pack. Sieht einfach so schon geil aus. Brauchst keine Map. Habe ich ja schon mal erwähnt, wa? So, sehr schön. Wobei die Leute, die Mods machen, die lassen sich bestimmt immer was Geiles einfallen. Das gefällt mir gar nicht. Ach so. Na? Gras. Sieht ja auch doof aus. Nein! Naja. Ach so, ich sollte Items rotieren lassen und außerdem möchte ich auch mal die neue Crafting-Rollenrezept machen. Ein Desert Cornike. Gleich aufschreiben. Cornike. Cornike. Was das sein mag. Gut, weiter geht's. Jetzt gucken wir mal nach unserem Zeugens da, was wir da geschneddert haben. Geschreddert haben. Vier nur? Das Blade ist schon wieder alle. Verdammt nochmal. Die Dinger gehen aber auch weg wie nichts, ey. So. So, wir sollen jetzt vier Items drehen. Warum haben wir nicht gleich die Marmorplatte gedreht, als wir die eingebaut haben? Guck mal, wir können ja das Ding hier reintun. Und jetzt drehen. Zack, 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 zack. So. Zack. Zack. Zack, 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 zack. Hey, warum kann ich das nicht drehen? Zack. Und R. Zack, zack. Ah, okay. Ich hab's verstanden, wie es geht. Man kann also mit der Shift-Taste die Dinger noch, während sie aufgebaut sind, immer noch drehen. Wenn sie schon aufgebaut sind. Ja, wir kriegen noch eine Rolle. Und jetzt sollen wir vom Dragonstone Archive a Hay of 24. 20 Box. Box ist so ein Schreibfehler, oder? Blocks. Und eine Tiefe von 24 Blocks. Archive. Exploration and Exploration. Peaks of Mountains. Of Caves. Deeps of Caves. Wir sollen eine Höhe von 24 Blocks erforschen und eine Tiefe von 24 Blocks. So verstehe ich das jetzt mal. Akzeptieren wir mal und gucken wir mal. Also 24 Blöcke tief und 24 Blöcke hoch. Andererseits möchte ich aber erstmal noch mein Dach fertig machen. So, da haben wir jetzt. Können wir uns jetzt ein paar davon machen. Ich weiß nicht, wie viel ich davon brauche. Mal gucken. So. 10, 11, 12, 13, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Gucken wir mal hoch. Hier hoch wieder, zack, zack, zack. Nein, da müssen wir hinten hochklettern. Hier auf der Ecke kommt man gut hoch. Hier kam man jedenfalls mal gut hoch. Ja, jetzt wieder. So, und dann zack. Zack, zack. Zack. Na komm, zack. So. Dann hier zack und dann möchte ich hier noch einen reinsetzen. Zack. Ja, das geht doch wunderbar. Zack. Zack. Na, ein Schritt zurück. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack.
Zack. Zack. Haha. Zack. Ich sehe schon, das ist hier gar nicht mittig. Oh, schon wieder alle die Dinger. Mann. Manu. Hätte ich vielleicht auch oben craften können, aber ist egal. Machen wir jetzt noch ein paar. Wir haben ja genug Steinchen. Das hier, ach ne, sind die Feinen, okay. So, ein paar brauchen wir bestimmt noch. Wenn wir mal alle hier, die wir haben, erstmal verballern. So, guck mal, hier haben wir auch noch einen Granit. Hallo Schafe. Du hast ja schon wieder Wolle. Ihr habt da alle schon wieder Wolle. Süß. Schon alleine, weil ihr so süß Mäh sagt, muss man euch immer wieder die Wolle abnehmen. So, okay. So, zack, zack, zack. Und zack. Und hier, zack. Zack, zack. 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 Nein, schon wieder alle. Ey, die verbrauchen sich aber wie's böse, oder? Wie sieht's aus? Ah, ist okay. Brauchen wir ganz schön viele von. Aber wir wollen ja auch ein schönes Haus haben. Vielleicht haben wir hier schon mal wieder ein paar neue erschaffen. 15 Stück. 15 Stück. Wir hatten doch noch uferlos viel Marmor hier in der Truhe. Guck mal an, wie viel Marmor... Quatsch, nicht Marmor, Granit. Wie viel Granit wir da haben. Granit, Granit, Granit. So, zack. Machen wir mal ein bisschen Granit hier. Und wir craften uns jetzt mal ganz locker noch ein paar Dachschindeln. Ich weiß gar nicht, wie viel wir da noch gebraucht haben. Werden wir gleich sehen. Und wir werden uns auch noch oben rauf, wenn wir uns eine schicke Lampe stellen oder zwei. Die werden wir gleich mal herstellen. So, wo sind denn die hier? Hier, guck mal, die hier. Highborn Lamp. Oh, die braucht aber viel Zutaten. Nee, 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 nee. Was gab's denn hier noch Schönes? Es gab doch noch so eine andere Lampe oder so einen Lampenleuchtstein. Was war das eigentlich? Das ist noch eine Lampe hier. Da können wir eigentlich jetzt zwei Dinger machen von. So. Und dann gab es doch hier... Warum können wir eigentlich keinen Zaun bauen? Granitblock. Brick. Haben wir nicht mehr, okay. Graslandtree, Woodplanks. Haben wir auch nicht. Warum nicht? Haben wir doch. Achso, wir haben keinen... Ah, okay. Man kommt ja gar nicht dazu, seine Quests hier zu machen. So, Marble Bricks und Wood Planks. So, haben wir ja im Inventar. Und dann gucken wir mal, ob wir uns ein paar Zaunfelder machen. Ah, hier, guck mal, das hier. Ach, das ist ein wilden... Okay. Machen wir uns ein paar Zaunfelder. Mal gucken, wie das aussieht dann. So. Oh, 10 Stück. Oh ja. So, Holz ist auch bald alle. So, okay. Haben wir hier noch eine Spruchrolle, die haben wir noch gar nicht. Oh, eine Wüstenkiste. Drei verschiedene Kisten. Eine Runenkiste, eine Dingsbumskiste und eine Wüstenkiste. So. Machen wir mal schnell das Dach oben fertig, so wie ich mir das vorgestellt habe. Es reizt einen ja hier rumzubauen, alles schick zu machen. So. Hier, genau. Und zack. 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 Und zack. Und zack. Und hier oben möchte ich jetzt die beiden Lampen aufbauen. Rotze frech. Zack. Und zack. Gucken, wie das von unten aussieht. Ah, das macht vielleicht einen Spaß hier. Naja, man sieht das Licht kaum, aber man hat jetzt auf jeden Fall schon mal so ein... Noch nicht perfektes Dach, aber... Ich
ich bin ja auch noch ein Anfänger, was dieses Game betrifft. Gut, guck mal hier, er mit seinem Kopf hier, haben wir extra für dich hier, haben wir das extra... Weißt du, was ich meine? So, und jetzt möchte ich hier vorne noch ein bisschen Zaun setzen, mal gucken. Zack und zack. Oh, sieht ja schön aus. Und zack und zack. Ach, wie schön. Guck mal, hier können wir doch eigentlich sowas wie Baumaterial jetzt mal reintun, wie zum Beispiel diese Fenster, also so fertige Gegenstände, wisst ihr? Das. Fackeln behalten wir, die Zaunfelder kommen da rein. Ach, die Wolle behalten wir mal, wa? Das können wir da reinmachen, den Schrein. Haben wir noch was? Die Diamanten können wir mit rumtragen, verlieren wir eh nicht. Gut. Gut, 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 gut. Jetzt wollen wir mal langsam unseren Quest erfüllen. Also, wir sollen hochklettern 24 Blöcke und sollen in die Tiefe gehen 24 Blöcke. Und dann kriegen wir wieder unser nächstes Rezept. Haha. Der weiß ja gar nicht, dass wir schon... Na, komm schon. Der weiß ja gar nicht, dass wir schon längst in so einer Höhe waren. Juhu, gleich. Haha. Und jetzt sollen wir in die Tiefe gehen. 24 Blöcke. Da gehen wir gleich mal hier rein. Warte mal, das machen wir so, indem wir uns hier runterstecken. Juhu. So. Na. Können wir mal kurz hier rauf? Okay, jetzt. Gucken. Na, 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 na. Ohohoho. Jetzt ein bisschen falsch, oder was? Uiuiui. So, so. Jetzt runter. Ey, warum zählt das nicht als Climbit? Jetzt erst 4. Wie tief soll man denn noch? Ah, guck mal, Eisen. Eisen muss ich mitnehmen. So, die Folge ist ja vorbei. Gut, meine lieben Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Das war jetzt die Folge Nummer 10. Tschüss.